Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 Öko. Dem Projekt mit dem garantiert nicht linksgrün versifften Öko-Spinner Gardahol. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist übrigens eine satirisch-ironische Anmerkung. Ich hoffe, das wurde beim letzten Mal schon richtig verstanden. Bin mir aber nicht sicher, deswegen sage ich das nochmal gerne dazu. Ich würde mal gerne versuchen, hier vorne das Fass aufzufüllen. Bin mir natürlich nicht so ganz sicher, ob das funktionieren wird. Schön hier am Bächslein. Ja, das sieht gut aus. Hervorragend, das funktioniert überhaupt nicht. Würde ich vorschlagen, der Einfachheit halber, bauen wir einen Brunnen. Da kann man mal gucken, ob überhaupt noch Platz ist, bei unserem Hof was zu bauen und so. Und ja, dann müssen wir noch ein bisschen die Tiere füttern, denn die sollen natürlich dafür sorgen, dass das auch lohnt, wenn wir hier jetzt Weizen anbauen. Der Helfer gerade fleißig mit beschäftigt ist. Ja, und ich erinnere nochmal dran, dass ihr bitte unter der ersten Folge kommentieren könnt und sollt, was ihr gerne sehen würdet, welche Regeln hier gelten sollen. Also die Vorschläge von meiner Seite sind natürlich kein Kunstdünger, kein Spritzen, sondern Unkraut normal jäten. Mit dem Striegel und so eine Sachen mehr. Ja, natürlich kein Striegel, ne? Ist auch wieder sehr geschickt. Forstwirtschaft geht, Schweinezucht geht nicht, weil Schweinezucht ist immer irgendwie, ja, muss schon fast sagen, pervers, ne? Also stellt euch mal vor, euch würde man bei lebendem Leibe mit einer Zange die Klöten abkneifen, also wäre nicht so geil, oder? Gut, es gibt bestimmt Menschen, die auch, aber lassen wir das. Oh, 30 Zungen. Gar nicht gesehen. Junge. Aber so können wir auch mal ein bisschen gucken. Hier, da ist ein Holz. Scheite stehen vom Haus. Da stehen die Campingstühle auf der Veranda. Ah, ist das toll. Oh, ich bin verknallt. Was ist denn das. Okay. So, ja, wo wir gerade vom Thema Brunnen sprechen, ne? Wollen wir mal gucken, wo wir den hinpacken. So, dann mal, hier ist der Kuhstall. Was ist das denn hier vorne? Soll das ein Silo werden? Und überhaupt, wo können wir hier so ein Silo hinpacken? Und so haben wir nirgendwo Platz. Ach, du dicke Männer. Das müssen wir schon als Aussiedler machen, ne? So, wenn ihr was bauen wollt, empfehle ich euch immer, mit F1 das Hilfsmenü einzuschalten, damit ihr sehen könnt, ne, wo ihr Sachen platziert und was das kostet. Denn je nachdem, was ihr wohin baut, kann das ganz schön teuer werden bei der Platzierung. Ne? Das ist ein bisschen blöd. So, Wassertank. Und das ganze Feld gehört eigentlich uns. Ich könnte auch die Wiese hier hinterm Feld mähen, ne? Da würde ich immer gerne wissen, mit was für einem Objekt das kollidiert. Das steht da ja immer. Ja, müssen wir hier sowas zum Drumherum fahren haben? Ich wüsste jetzt nicht warum. Ist aber auch blöd so. Beim Hof haben wir auch keinen Platz mehr, ne? Ja, ganz schön eng hier alles. So, hier würden wir dann den Mist uns holen und die Gülle. Was gehört denn hier zu dem Feld noch dazu? Das ganze Feld hier hin, guck mal. Alles hier rechts vom Feld bis hier unten runter. Also eigentlich müssten wir da gut was hinkriegen.
Ich will die jetzt auch nicht mitten auf, hier oben aufs Feld bauen. Hier steht Terrain, kann nicht geändert werden. Und hier wiederum besitzen wir das Land nicht. Ist alles nicht so einfach. Warte mal, wir haben das ganze Feld hier, wirklich. Haben wir denn hier irgendwie noch so ein, von der anderen Seite so einen Weg, der hier rangeht? Oder was ist das hier? Hier ist noch so eine Art Acker, da können wir auch nochmal irgendwas pflanzen, aber das gehört uns nicht. Das hier, hier könnten wir das halt hinstellen, dann wäre das aber so mitten am Feld, das ist ja auch nicht so schön, ne? Hm. Warum kann hier das Terrain nicht geändert werden? Weißt du was? Dann probieren wir mal was. Wir haben ja das tolle neue Tool hier. So, dann gehen wir jetzt hier mal auf... Ach so, da haben mir übrigens ein paar Leute empfohlen, ich kann das auch auf quadratisch stellen, ist mir klar. Also hier, ne? Können wir auch quadratisch machen. Das hat den Vorteil, dass man hier besser sehen kann, wo man hier rauskommt sozusagen. Aber ich finde, das Problem dabei ist, dass das da nicht so natürlich wirkt. Weißt du? So, wir stellen mal die Stärke ein bisschen hoch. Und dann ändern wir die Form wieder und machen das ein bisschen größer. Größer. So. Und dann würde ich gerne anheben, senken, angleichen. Planieren? Warte mal, was ist denn planieren? Achso, hier kann das Terrain auch nicht angepasst werden. Oh. Okay. Hier geht ja gar nichts sozusagen. Also offenbar in den Bereichen, wo hier fest verbaute Sachen sind, geht das offenbar gar nicht. Oh, das ist blöd. Gut, hier oben könnte ich das, hier will ich es aber nicht. Pass auf, dann müssen wir es einfach so platzieren. Falsch. Was ist denn jetzt wieder los mit dir? Hier, da wurde es doch hin gerade holen. Genau. Ich sag, beim Hof. See, schwarz. Kollidiert. Pass auf, da war das mal. Mal so, dass wir hier auf dem Feld sozusagen so einen Wassertank haben. Und da können wir aber jetzt das Gelände so ein bisschen anpassen, oder? Weil das ist ja wieder so bumpertechnisch. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Und dann gleichen wir das mal hier so ein bisschen an. So, und dann müssen wir einmal hier auf Texturieren gehen. Wo war denn hier Tool? So. Was war denn jetzt hier Gras? Ja, wer nimmt das nicht? Also überschreibt das nicht. Blöd. Na gut. Jetzt können wir sogar so einen Weg hier hochmalen, ne? Was können wir eigentlich wirklich machen? Einfach mal so. Dann machen wir einfach mal. Dann nehmen wir hier so, so. 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 Jetzt haben wir genug rumgespielt. Jetzt ist es Zeit, wieder zu arbeiten. So, der Helfer, der ist hier noch am Feld zugange, der ist fast fertig und wir werden mal hier unseren neuen Weg ausprobieren. Weißt du, gerade die Map gestartet und schon geht's los. Ich möchte aber auch in diesem Projekt, dass wir uns wirklich mehr Zeit für so Kleinigkeiten nehmen. Ja, dass wir da so ein bisschen, dass wir zwei uns da so ein bisschen einig sind, wo die Reise hingeht. So, dann können wir hier mal eben kurz einmal betanken. Hat hervorragend geklappt.
Und dann könnte man hier oben eigentlich mähen, ne? Mal eben. Aber wie gesagt, ich will ja auch nicht zu weit aufnehmen, zu weit im Voraus jetzt, weil ihr selbstverständlich mitentscheiden sollt, dürft, was, wie und wenn ja, wie viel wir hier machen. Und kann ja sein, dass ihr da fantastische Ideen habt, da bin ich ja offen für. Ich liebe es ja, eure Kommentare zu lesen in aller Regel, nicht immer. Manchmal ist es anstrengend. So, dann haben wir das. Räuberöl. Oh, wollte ich doch meinen. Wir können natürlich auch so eine Palette nehmen, aber wir haben halt eben Fahrzeuge. Und da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir Folgendes machen. Der Einfachheit halber. Ich stelle hier mal Cosplay vor, ne? Hole Maschine vom Hof. So, pass auf, dann machen wir den hier. Oh, wir haben mal schwere Maschinen hier schon. Machen wir den hier. Das ist so, wenn das Bäuer können, ne? Wenn das abends dann immer... Oh, hier hängt das irgendwo. Oh, hängt er denn? Wenn das Bäuerchen dann abends immer die Kühe mit frischem Grün füttern will, dann macht das Bäuerchen das ja so auch immer. Der vorne das Mähwerk dran. Dann wird direkt auf dem Ablauf wird dann gemäht. Und das können wir hier auch mal eben machen. Und damit dann die Kühe füttern. Oh, das ist schon eine Herausforderung hier. Diese Ecken da. Ah, ist das toll. Das gefällt mir. Ah, Mensch. Weißt du, jetzt haben wir wirklich für jeden was sind bei uns dabei. Wir haben den Playtest für die alten Leute, die... Na, oh, soll sich nichts ändern bei Garderol. Sollte mal alles so bleiben, wie es ist. Dann haben wir die neuen Leute, die alles groß und dick und fett haben wollen. Mit mega. Dann haben wir die... Ja, die haben jetzt auch ein Projekt. So. Geht los. Boah. Was jetzt? Ja, hallo, bei so einem schweren Trecker, das müsste eigentlich gehen. So, und dann fährt das Bäuerchen hier los. Braucht natürlich Zugang zum Land. Das wäre formidabel. Ich dachte, das gehört uns alles hier. Na, bis wohin geht denn hier die Grenze? Da müssen wir mal unsere Grenzen austesten. Ne, weil dann mäht er hier und dann nimmt er da direkt mit auf. Müssen wir jetzt noch nicht großartig hier Kirmes machen. Wir haben ja bis jetzt erst nur 6 Kühe. Aber die haben ja schon mal ein bisschen was Frischfutter zumindest. Also werden sie nicht... Die werden sowieso nicht verrecken, sage ich jetzt mal. Weil die haben ja auch die Weide, wo sie draufstehen, ne? Ich frage mich übrigens die ganze Zeit in diesem Spiel nach einer Sache. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr spitz, finde ich. Das räume ich ja ein. Aber die Kühe, ne? Die machen ja... Also da schiebst du quasi vorne, schiebst du das Gras rein, ja? Dann läuft es durch die Kuh durch und plumpst hinten wieder raus. Jetzt stehen die Kühe hier den ganzen Tag auf der Weide und gucken mich doof an. Also ich würde mich auch doof angucken, welche Kuh auf meinem Hof bin. Aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt wollen wir ja das, was da hinten rausplumpst, das wollen wir ja haben, ne? Wer hat denn den Kühen beigebracht, dass die dazu in den Stall gehen müssen? Das sind ja auch keine Katzen, die auf dem Katzenklo gehen. Und selbst die machen das nicht immer zuverlässig, habe ich gehört. Also das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Ja, ich lese auch gerade schon Kommentare. Also wenn wir das mit dem Öko so richtig machen wollen, ist das so auch eigentlich nicht richtig, weil wir fahren durch die Büsche durch, ne? Oh, die hat meine Sendung erst für morgen terminiert, obwohl die heute kommen sollte. Zustellung, Doppelpunkt, heute. Die Sendung ist ins Zustellpaketzentrum unterwegs. Also das müsste dann sehr schnell gehen. So, also wir brauchen einen Güllefass dann noch. Das haben wir noch in keinem Projekt bis jetzt. Und wir brauchen einen Miststreuer. Und da machen wir, glaube ich, den Mist vom Pflügen rein, ne? Und die Gülle vom nach dem Grubbern? Oder... Ich weiß das gar nicht.
Aber eigentlich müsst ihr das auf dem anderen Feld hinten machen. Also das könnten wir zum Beispiel in der nächsten Folge machen. Also mit den beiden Mähwerken dann auf das andere große Feld fahren. Dann werden wir da mähen, dann werden wir das eben aufbereiten. Und ich muss mal gucken, wo wir hier... Ein Silo würde ich gerne irgendwo hin machen, aber... Da weiß ich jetzt nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. So, also, diese Folge wird auch, glaube ich, außer der Reihe schon erscheinen, damit ich möglichst schnell euer Feedback habe und, ganz wichtig, bei YouTube einer der ersten bin, der auf dieser Map spielt, weil sonst brauchst du es gar nicht machen. So ist das leider heutzutage. Es ist eiskalt geworden. Es ist eiskalt! So. Das sehen wir, weil ich voll Bock drauf habe. So, machen wir aus. Jetzt gehen wir die noch eben füttern hier, weil wir wissen, der... ist, glaube ich, dann der Troch drinnen, ne? Also der hier. Wow. Ups, rückwärts ran. Hm. Na? Hallo? Ah. Also ein großes Heckmeck mit dem Gras müssen wir gar nicht machen, ne? Jetzt brauchen wir halt noch Heu. Dann würde ich sagen, wir holen einen Silageballen. Und einen Heuballen. Das heißt, in der nächsten Folge würde ich so gerne so einen kleinen Transportanhänger uns organisieren. So, den fahren wir mal hier unter die Halle. Unter das Hallendach. Den Herrn Bergmann. Verstehst du, wegen Herr Berg... Ja. Ich glaube, so einen kleinen Transportanhänger haben wir nicht. Und dann könnten wir damit die Ballen holen. Das müssen wir mit dem Fendt machen. Dann holen wir so... Obwohl... Ha, verdammt! Wir haben ja... Wir kriegen ja Stroh, ne? Aber jetzt dann das Stroh erst... Aber ich möchte das schon optimal betreiben hier. Also einen Ballen müssten wir holen. Also Mischration haben wir dann vielleicht noch nicht. Das wäre dann vielleicht so ein nächster Schritt, dass wir auch so einen Mischwagen holen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Also... Zum Wochenende soll es dann richtig losgehen, beziehungsweise ist es vielleicht schon losgegangen. Ich weiß nicht genau. Ja, mit dem Timing weiß ich noch nicht genau. Ihr merkt, ich bin auf Anschlag gewesen. Jetzt kann ich langsam so ein bisschen besser planen. Da freue ich mich drauf. Euch danke ich jedenfalls fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Garderol spielt LS19 Öko. Ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss.